Wir bleiben bei den ganzen Kniebeugen und als Krönung kommt die sehr anstrengende Variante, der Strecksprung. Der Strecksprung lebt davon, dass ihr aus der Hocke dynamisch hochkommt, euch ausstreckt und langsam und leise wieder landet. Ihr geht in die leichte Reiterposition, geht langsam nach unten, den Körper in voller Spannung und springt langsam hoch und wieder zurück. Sofort wieder runter und wieder hoch. Wichtig dabei ist, dass ihr so tief geht, dass wieder der Po eine Linie mit dem Knie hat, kraftvoll abspringen, aber nicht hoch, sondern nur wirklich dynamisch landen und sofort abbeugen. Wichtig dabei ist, dass ihr beim Springen leise landet, damit ihr die Gelenke schont. Wir machen 15 Stück und wirklich zugucken. Tief runter und der erste. Eins. Sofort runter. Zwei. Super. Drei. Vier. Wieder auf die Bauchspannung achten. Fünf. Schön hoch, Janine. Sechs. Sieben. Und die letzten zusammen. 8, Körperspannung halten, 9, leise landen, 10, etwas tiefer, 11, noch ein bisschen tiefer, 12, jetzt brennt's, 13, 14, noch lacht da die letzte, 15, langsam hoch und geschafft, und hier hat sogar ein MMA gemacht.